Das erste Spiel unter Frank Kramer hatten wir also gestern gegen Union Berlin. Ob der Trainereffekt gekickt hat, darauf schauen wir wie gewohnt nach dem Intro. Zuallererst muss ich sagen, die Uhr läuft hier oben mit. Keine Ahnung warum. Lasst euch davon nicht irritieren, sollte eigentlich nicht so sein, aber ja, es ist jetzt halt so. Naja, das gestrige Spiel gegen Union Berlin. Nach dem Spiel bin ich mal so auf Facebook gegangen und habe geguckt, was die Internet-Hools wieder so schreiben. Und da waren doch tatsächlich einige dabei, die meinten, ey, das Spiel wäre komplett scheiße gewesen. Man hätte überhaupt gar keine Veränderung zu Uwe Neuhaus gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so gern ich Uwe Neuhaus auch mag und so sehr ich auch skeptisch war zu Frank Kramer, aber eine Veränderung, eine positive Veränderung hat man schon gesehen. Es war jetzt zwar nicht das Ergebnis, was jetzt so atemberaubend war, es war ein 0-0, es war jetzt auch kein weltbewegendes 0-0, das Spiel war über viele Strecken langweilig, aber man muss sagen, man hat doch positive Ansätze gesehen. Zum einen, das frühe Pressen der Abwehr hat mir sehr gut gefallen und auch, dass die Offensivspieler sehr früh gepresst haben, während die Berliner Abwehrkette in Ballbesitz war. Sehr gut auf jeden Fall, man hat Union nicht sehr oft vors Tor kommen lassen. Natürlich haben wir hinten drin wieder Teko gehabt, der Weltklasse wieder pariert hat. Ohne ihn wäre es dann wahrscheinlich doch eine Niederlage geworden, aber wir haben zum Glück so einen guten Torhüter, der hoffentlich nicht zu den Bayern geht. Ja, vom Spiel zu sagen, die ersten Minuten so gehörten schon Union Berlin. Arminia ist dann so nach 10 Minuten in die Partie gekommen, hatten nach circa einer Viertelstunde die Riesenchance durch Sergio Córdoba, der den Ball nicht reinmachen konnte. Naja, war jetzt auch keiner, wo man sagen müsste, der muss rein. Ist ein bisschen blöd gelaufen, Luther hat gut gehalten, muss man dann auch sagen. Dann nach, was war das, 20 Minuten, glaube ich. Erstmal die Verletzungsunterbrechung von 10 Minuten, weil Lute und ein Abwehrspieler von Union, ich weiß immer noch nicht, wer es war, sorry an dieser Stelle, zusammengeknallt sind. Beide haben stark geblutet, aber beide konnten dennoch weitermachen zum Glück. Wünsche dir beiden natürlich alles Gute, dass sie auch die nächsten Spiele noch weitermachen können. Ich habe jetzt noch nichts gehört, dass sie irgendwie verletzt sind, aber da gehe ich auch mal nicht von aus. Ja, dann die Verletzung von Córdoba. Ich habe jetzt gelesen, irgendwie, der hätte was am Zahn gehabt und so. Und dass er da was auf den Kiefer gekriegt hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer noch ein Männersport. Und natürlich hat es wehgetan, aber man braucht jetzt auch nicht unbedingt 5 Minuten da rumheulen und die ganze Zeit so da vom Platz gehen. Ah, ich bin so schwer verletzt. Mein Gott, ey. Erstmal Córdoba, du gehst mir auf den Sack mit deinen letzten Spielen, dass du da so scheiße gespielt hast. Und jetzt gehst du mir mit dieser Pussy-Aktion auf den Sack. Also ich muss das ganz ehrlich so sagen, es war einfach eine Pussy-Aktion. Wie er da vom Platz gekrochen ist mit seiner dämlichen Hand hier. Oh, es kann ja wehtun. Ja, keine Frage. Dann lass dich auswechseln. Aber mein Gott, mach da doch nicht so ein Schauspiel daraus. Guck dir Lute und den Abwehrspieler an. Die haben richtig was abgekriegt, aber doch nicht du. Oh. Also das hat mich auch im Stream mega aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, dann zum Ende der ersten Halbzeit wurde Union stärker. 1-0 lag schon so in der Luft. Zweite Halbzeit war eigentlich recht ausgeglichen. Arminia hatte eine gute Drangphase zu Beginn der ersten Halbzeit. Union mehr so zur Mitte des Spiels. Insgesamt würde ich sagen, das Unentschieden geht auf jeden Fall klar. Union hat jetzt mehr dickere Chancen. Aber was unsere Arminia da geleistet hat, ja. Macht natürlich erstmal Mut, ganz klar. Ob es jetzt an dem Trainer liegt, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Was ist die? Willst du auch ins Video reinkommen? So, zurück zum Thema. Man muss auch da ganz ehrlich sagen, mit Uwe Neuhaus haben wir gegen die dicken Brocken gespielt. Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg. Und Frank Kramer hatte eine relativ dankbare Aufgabe zu Beginn jetzt gegen Union Berlin. Ich denke mal, einen Punkt mindestens hätten wir auch mit Uwe Neuhaus geholt. Also ich würde mich da jetzt nicht so drauf konzentrieren oder fixieren zu sagen, Kramer, ja, geile Sache, ey. Da haben wir jetzt richtig Aufschwung gemerkt.
Würde ich nicht sagen, auf gar keinen Fall. Wir müssen gucken, was die nächsten Spiele geleistet wird, ob da noch mal ein bisschen mehr Wind in die Partie kommt. Zur Ausstellung wollte ich eigentlich am Anfang was sagen. Es ging nicht in meinen Kopf rein, wie man einen Cordova anstatt Doan spielen lassen konnte. Doan ist dann noch spät in der Partie dazugekommen. Keine Ahnung, hatte ich irgendwie null Verständnis für, und auch, dass ein Lukoki dann nicht von Anfang an gespielt hat und beziehungsweise gar nicht im Kader war. Ich meine, wofür holt man einen Frank Kramer? Der will mit jungen Spielern was machen und holt Lukoki noch nicht mal in den Kader, setzt ihn noch nicht mal auf die Bank. Also keine Ahnung, was das soll. Naja, wir haben zumindest einen Punkt geholt. Mit diesem Punkt muss man auf jeden Fall leben. Kann man leben. Wird vielleicht am Ende noch sehr, sehr wichtig sein. Mittwoch haben wir das Nachholspiel gegen Werder Bremen. Da müssen auf jeden Fall 3 Punkte her, ohne Wenn und Aber. Da muss gefightet werden, bis die Köpfe rollen. Wir wollen das Video auch an dieser Stelle beenden. Wie ihr merkt, One-Taker. Sonst habe ich ja immer noch ein paar Reaktionen mit reingeschnitten. Bin aber ehrlich gesagt zeitlich ein bisschen beschränkt gerade. Darum hier mal so ein kleiner One-Taker. Ich wollte das den Spielrückblick aber trotzdem raushauen für euch. Traditionell natürlich nach dem Spiel von Arminia Bielefeld. Ja, morgen wird es dann wahrscheinlich noch ein Alben-Update geben. Nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr gewiss wird es ein Alben-Update geben. Und Mittwoch dann natürlich wieder der Reaction-Stream zu Werder Bremen. Bei unserer Arminia schaltet da gerne ein. Wir haben den Zuschauerrekord gegen Union geknackt mit, glaube ich, 109 Zuschauer gleichzeitig. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür, und auch der Abonnentenzuwachs in den letzten Tagen ist einfach bombastisch. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, es sind jetzt 50 Abonnenten oder 60 Abonnenten in 3 Tagen dazugekommen. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus an jeden Einzelnen aus meiner Community. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir das Video an dieser Stelle. Schreibt mir gerne natürlich wieder eure Meinung unten in die Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt. Ob ihr jetzt einen Aufschwung von Kramer gesehen habt oder eher doch nicht. Was ihr von den nächsten Spielen hofft und erwartet. Alles gerne unten in die Kommentare. Dafür ist diese Funktion da. Und dann beende ich das Video an dieser Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Abend oder was auch gerade für euch ist. Und sage, wie es auf diesem Kanal natürlich immer heißt, reingehauen und auf Arminia. Weiter!